Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben in den bisherigen zwei Vorträgen jetzt ja schon kennenlernen dürfen, dass Blutgerinnung in der Notfallmedizin und Blutgerinnung insbesondere im Trauma keine ganz einfachen Themen sind und durchaus komplex abzuhandeln sind. Es gibt viele Dinge, die man da falsch machen kann und besser nicht falsch machen sollte. Worüber ich jetzt gebeten worden bin zu sprechen, ist über die Situation unter Gerinnungstherapie und mit Gerinnungstherapie in dem Zusammenhang ist natürlich nicht das gemeint, was Sie bereits gehört haben, sondern das Gegenteil von Gerinnung, die Antikoagulation. Bei der Vorbereitung meines Vortrags bin ich ein bisschen gestolpert über den Titel »Mehr als nur Wasser«. Ich hoffe, Sie erwarten von mir nicht, dass ich jetzt Wasser predige und Wein trinke, so wie die europäischen Weltmeister im Weinverbrauch, was ich durchaus überraschend fand, die Mitglieder des Vatikans, sondern ich werde versuchen, Ihnen, was die Antikoagulation angeht, reinen Wein einzuschenken, um damit im Bild zu bleiben und möchte auch gleich in medias res gehen. Welche Möglichkeiten gibt es, dass Sie als Notfallmediziner mit Patienten in Verbindung kommen, die Gerinnungshemmer nehmen? Das ist in der überwiegenden Anzahl 50% Patienten mit Vorhofflimmern. 10% der Patienten haben irgendwelche Erkrankungen an den Herzklappen oder sind an den Herzklappen operiert. 15% der Patienten haben thromboembolische Geschehen durchlebt und bei 5% der Patienten gab es ischämische Episoden in irgendeiner anderen Form. Summa summarum kann man sich sagen, dass ungefähr 1% der Bevölkerung antikoaguliert ist und Sie aus dem Grund immer wieder auf Patienten treffen werden, die unter Antikoagulation stehen und in Ihrem Rettungswagen, in Ihrem Notarztwagen oder Ihrem Schockraum aufschlagen werden. Die Tendenz ist steigend, muss man sagen. Sie sehen hier die Daten für Patienten mit Vorhofflimmern und Sie sehen hier auf der einen Seite die durchgezogene Linie, wie viel Warfarin ist bei diesen Patienten verwendet worden, ausgehend vom Jahr 1992 bis 2002, bis zu 60% der Patienten, was dazu geführt hat, dass bei den Patienten mit Vorhofflimmern das Risiko auf einen Schlaganfall zurückgegangen ist und das Risiko für eine signifikante Hirnblutung über die Zeit ungefähr gleich geblieben ist. Das haben Sie im Detail schon gesehen. Gerinnung ist komplexer, als man das so auf den ersten Moment geglaubt hat. Es gibt einerseits die Thrombozyten, die eine große Rolle spielen. Es gibt andererseits extrinsisches und intrinsisches Gerinnungssystem. Was man sagen muss, ist, dass Medikamente, die Patienten bekommen, entweder eingreifen auf die Plättchen oder eingreifen auf das plasmatische Gerinnungssystem. Und welche das jetzt sind und wie diese zusammenhängen, werde ich versuchen, Ihnen in der nächsten Viertelstunde ungefähr zu zeigen. Machen möchte ich das an vier unterschiedlichen Fallbeispielen. Ich zwinge Sie jetzt nicht am Nachmittag selber zu raten, was es ist, aber möchte Ihnen doch so ein bisschen zeigen, worauf Sie treffen könnten und was Ihnen passieren kann im täglichen Leben, was für Sie auch durchaus relevant sein kann. Das erste Fallbeispiel ist überschrieben mit eigentlich ganz einfach und wir fangen wirklich mit einem einfachen Fall an. Es geht um einen 60-jährigen Handwerker, das erkennen Sie schon an dem schönen Flanellhemd hier. Der hat eine Schnittverletzung, seit 2 Jahren nimmt er irgendwelche Pillen, die er so im Detail nicht genau kennt, welche sind. Die letzte Einnahme hat er heute Morgen gehabt und er blutet stärker. Sie machen das erste Labor, Sie sehen, es sind so ungefähr 100 Thrombozyten, also selbst wenn der Arm der Kopf gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich ausreichend. Sie sehen den Quick und die ENR, auch keine Katastrophe, Sie sehen das Fibrinogen. Für Fibrinogenverfechter eher so unterer Rand, aber auch noch eigentlich ganz okay. Thrombinzeit, naja, alles halb so wild. Es gibt die Empfehlung bei blutenden Patienten, sie sollen ein Rothem anfertigen. Was sehen Sie im Rothem? Alles eigentlich soweit in Ordnung. Okay, keine besonders großartigen Auffälligkeiten, die Sie merken sollten. Was machen Sie noch? Sie machen ein Multiplate, einen Thrombozytenfunktionstest. Und das ist schon der erste Pitfall, den es gibt in der Gerinnung bei Traumapatienten. Sie müssen nicht zwangsläufig eine Aspirinwirkung im Rothem sehen. Sie werden sie in den allermeisten Fällen nämlich eben nicht sehen, sondern nur in Thrombozytenaggregationstests. Das hier ist ein stilisierter Thrombozyt. Sie sehen unterschiedliche Pathways, wie dieser Thrombozyt aktiviert werden kann. Und hier unten über Cox ist ein Angriff für das Aspirin, was dazu führt, dass das eben gehemmt wird. Und im Multiplate bekommen Sie als Test im ASPI-Test, das ist der zugehörige, eine viel flachere Kurve als im TRAP-Test. Das ist der Test, der die prinzipielle Erregbarkeit des Thrombozyten anzeigt oder im ADP-Test, der ein Hinweis ist für die neueren Antikoagulantien, wie zum Beispiel Clopidogrel. Sie haben es also mit einem Patienten zu tun, der Aspirin genommen hat und deshalb mutmaßlich eventuell
mehr blutet oder nicht mehr blutet. Was sie nicht genau wissen ist, wie viel macht jetzt Aspirin bei so einer Blutung aus? Ist das wirklich so ein starker Effekt, dass man davon ausgehen kann, dass der Patient mehr blutet? Und es gibt da zum Beispiel für kardiochirurgische Eingriffe relativ gute Daten darüber, dass sowohl für Komplikationen, die es gibt, als auch für Blutungen, die man bei diesem CABG-Eingriff hat, keine signifikanten Unterschiede sind für Patienten, die Aspirin oder Placebo erhalten haben. Es sieht so aus, dass bei herzchirurgischen Eingriffen nicht mehr Patienten reoperiert werden müssen, in Abhängigkeit davon, ob sie Aspirin oder Placebo haben. Lediglich in der Tendenz war die Anzahl für Herzbeuteltamponaden in der Gruppe der mit Aspirin behandelten Patienten höher. Letztendlich ist der Effekt vom Aspirin auf die Blutungsgefahr wahrscheinlich da, aber wird häufig im täglichen Leben überschätzt, sodass die meisten Guidelines sogar empfehlen, bei kardialen Risikopatienten auch unter Aspirin tatsächlich zu operieren. Wie schaut es aus, wenn Patienten jetzt ein Schädel-Hirntrauma haben? Das sind Daten, bei denen mit den schwarzen Balken die Mortalität aufgeführt wird, mit den grauen Balken hier, wie oft neurochirurgisch interveniert werden muss, und mit den dunkelgrauen Balken eine Kombination aus diesen beiden Werten. Wenn man jetzt sieht, wenn die Patienten ohne Behandlung sind, unterscheiden sich diese Werte kaum von den Patienten, die nur Aspirin bekommen haben. Clopidogrel scheint eine ein bisschen höhere Wahrscheinlichkeit dazu haben, dass neurochirurgische Interventionen notwendig werden. Und was das wirklich Gefährliche zu sein scheint, sind die Vitamin-K-Antagonisten, die deutlich über diese Thrombozyten-Aggregationshemmer im Risikopotenzial hinausgehen. Wenn allerdings Aspirin mit Mercuma kombiniert wird, dann gibt es ein signifikant höheres Risiko dafür, intrazerebrale Blutungen beim Schädel-Hirntrauma zu erleiden. Gibt es eine rezente Publikation darüber, die das relativ deutlich zeigt. Diese Kombination ist also Gift für Patienten. So ganz einfach ist die Sache mit dem Aspirin dann letztendlich doch nicht, weil man nicht vergessen darf, dass zwar diese alte Substanz, die wohl bekannt ist, in unterschiedlichen Indikationen eingesetzt wird. Denn es macht sehr wohl einen Unterschied, ob man die klassische Herzass einsetzt, die 100 Milligramm Aspirin Protect, oder Aspirin direkt im Rahmen der Schmerztherapie, was zum Teil ja auch noch gemacht wird, mit 500 Milligramm. Die Effekte sind dann durchaus unterschiedlich zu bewerten. Und was man hier sehen kann, ist Patienten, die sich einer Intervention unterziehen müssen nach Herzkatheter, mit niedriger, moderater oder höherer Aspirindosierung, auf der Y-Achse ist aufgetragen, wie viele dieser Patienten eine Blutung erleiden mussten, und wie man deutlich sehen kann, dass die Patienten, die 500 Milligramm Aspirin erhalten haben, am stärksten vom Blutungspotenzial betroffen sind. Hochdosis Aspirin hat also sehr wohl einen Hinweis auf die Blutungsgefahr. Der zweite Fall, nach alter Väter Sitte, ein jung gebliebener 55-jähriger Vorhofflimmer nach Myokarditis, das ist ihm geblieben. Seit mehr als 5 Jahren ist er deshalb mit einem Vitamin-K-Antagonisten behandelt. Er hat ein INR von 2,5 und blutet aus der Vena femoralis nach seinem Motorradunfall. Da könnte man meinen, die Sache ist eigentlich ziemlich straightforward und lässt sich ganz einfach behandeln. Theoretisch, und das wissen Sie alle, bestehen 2 unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie auf diesen Patienten zugehen können. Das eine, und das ist vielfach jahrelang gemacht worden, wäre die Gabe von FFPs. Und das haben Sie bereits im ersten Vortrag gehört, da will ich gerne mal im Detail darauf eingehen. Wenn Sie ein normales FFP nehmen, dann ist es so, dass die Gerinnungsfaktoren in diesem FFP alle eigentlich im Mittel unter 90% liegen. Ein FFP hat also deutlich schlechteres Gerinnungspotenzial als normales Blut, was man so gibt. Sie müssen, um eine aus dem Gleichgewicht geratene Gerinnung zu substituieren, sehr, sehr viel FFP geben, und für einzelne Faktoren wird es Ihnen gar nicht möglich sein, normale Werte durch das FFP allein zu erreichen. Und da spreche ich noch von gar keiner Verdünnung durch Erythrozytenkonzentrate oder durch Plättchen. Deshalb, und das ist jetzt auch diese Trauma-Guideline aus dem Jahr 2000, gibt es, wenn man den englischen Text hier liest, im Gegensatz zur FFP-Gabe in dieser Situation eine klare 1b-Empfehlung für PPSB. Der Wirkmechanismus ist total logisch, und das versteht man sofort, dass bei einem Hämmer des extrinsischen Systems man das extrinsische System wieder substituieren muss über PPSB. Wenn man aber in den Text dieser Guideline geht und schaut, wie viele Literaturstellen dafür einbezogen worden sind,
dann wird man überrascht sein, das war genau eine, das ist diese Publikation aus dem Jahr 2011, in der untersucht worden ist, ob es möglich ist, ein Warfarin Reversal zu machen mit PPSB oder ohne PPSB. Und was man hier sieht, ist, dass kein Unterschied in der Patientenzahl ist, die FFPs zusätzlich bekommen haben, kein Unterschied in der Anzahl an FFPs ist, die die Patienten insgesamt bekommen haben, und lediglicher Unterschied ist in der Zeit, bei der es möglich war, den INR wieder auf Ausgangswerte unter 1,5 zu bringen. Also insgesamt eine klare Sache, steht in jeder Guideline so drin, gibt auch andere Daten, die hier nicht zitiert werden, über gastrointestinale Blutung. Die Evidenz dafür ist aber viel weniger, als das eigentlich immer so gesagt wird. Dritter Fall, neuer gleich immer besser. 75-jährige Dame, über die Teppichkante gestürzt, Verdacht auf Schädelbasisbruch, Zustand nach Herzkatheter vor 3 Monaten. Na, da werde ich Sie nicht überraschen, dass es jetzt auf die Kombination der Plättchenaggregationshämmer zusammenkommt, weil Patienten, die sich im Herzkatheter unterziehen haben müssen, haben meistens eben nicht nur die normale Aspirinwirkung, sondern zusätzlich noch in den allermeisten Fällen eine Clopidogrel-Wirkung, sodass die duale Plättchenantikoagulation ein sehr effektives Verfahren ist, die antikoagulatorisches Potenzial herunterzusetzen. Und was man sagen muss, wenn Patienten, die eine duale Plättchentherapie haben, trauma-assoziiert intrazerebrale Blutungen erleiden, dann ist das viel häufiger als bei den Patienten, die keine Plättchen bekommen müssen. Es gibt eine gute Übersichtsarbeit aus dem letzten Jahr, in der klar gezeigt hat werden können, wenn Patienten ein Schädelhirntrauma haben, dann ist die Chance, bei dualer Plättchenantikoagulation eine intrazerebrale Blutung zu erleiden, mit Sicherheit höher als ohne diese duale Plättchenantikoagulation. Es macht ein bisschen einen Unterschied aus, und auch das sind ganz neue Daten, ob die Patienten sehr lange oder sehr kurz mit dualer Plättchenantikoagulation behandelt worden sind. Man sieht hier Patienten, die nur Aspirin nach dem Herzkatheter bekommen haben, Patienten, die für unter 6 Monate duale Plättchenantikoagulation und für über 6 Monate duale Plättchenantikoagulation bekommen haben, und die Menge an Patienten, die massiv geblutet hat, ist da am höchsten, wo die Patienten diese duale Plättchenantikoagulation am längsten erhalten haben. Also auch die Länge der Gabe spielt eine Rolle, für Sie als Notärzte überhaupt nicht zu beeinflussen. Was können Sie tun, um das wieder zu revidieren? Das vernünftigste Mittel dafür scheint natürlich die Gabe vom Plättchen zu sein. Sie sehen hier die Einheit für den Test im Multiplate. Das sind so Zahlen von 300 bis 700. Und das sind Traumapatienten, dual Plättchen antikoaguliert werden, dann eine Transfusion von Plättchen bekommen haben, und da gelingt es, diese Aktivität wieder in den therapeutischen Bereich anzuheben und die Anzahl der gehemmten Plättchen signifikant zu senken. Es ist aber durchaus nicht so, dass man das über große Strecken machen kann. Das ist natürlich auch ein Dosiseffekt. Interessanterweise ist es auch nicht so, dass das bei allen Patienten gleich ist. Es gibt Patienten, die haben FPs, das sind Functionating Platelets, also funktionierende Thrombozyten. Die haben das Bluten zwar nach einem Neurotrauma, werden dann mit Thrombozyten substituiert. Sie haben nach wie vor weiter gute Werte. Es gibt welche, die haben pathologisch niedrige Werte, haben nachher pathologische Werte, und es gibt welche, die von Leuten mit funktionierenden Plättchen zu gehemmten Plättchen werden und umgekehrt. Und wenn man die aber alle dann zusammenschmeißt, kommt raus, dass letztendlich kein Unterschied da besteht, ob die Patienten Plättchen bekommen haben oder nicht. Je nachdem, ob sie also auf die Gabe von der dualen Plättchenantikoagulation reagieren oder nicht, können sie in der einen oder anderen Gruppe sein. Und die Vorhersage darüber, was eine Plättchentransfusion bringt, ist gar nicht so einfach, wie man das auf den ersten Blick glauben will. Es ist also nicht so, dass die neuere Antikoagulation immer besser ist. Natürlich wird Ihr Koronarsystem offen bleiben und Ihr Gefäß wird nicht so zuwuchern wie hier in dem Beispiel. Allerdings zahlen Sie tatsächlich bei einer dualen Plättchenantikoagulation den relativ hohen Preis der erhöhten Blutungsgefahr, insbesondere intrazerebral. Zum Abschluss möchte ich kommen zur Büchse der Pandora. Die Büchse der Pandora ist auf die Welt gekommen als Strafe für die Menschen für ungebührliches Verhalten der griechischen Mythologie. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. Das hier ist die erste Frau in der griechischen Mythologie, die Pandora hieß.
ihr habt die Büchse gehört, sie hat die Büchse geöffnet, alles Böse ist auf die Welt gekommen, außer der Hoffnung, die ist in der Büchse geblieben und dann wurde die Büchse wieder verschlossen. Was meine ich mit der Büchse der Pandora? Die Büchse der Pandora sind die neuen direkten oralen Antikoagulantien, die in den letzten ungefähr 5 Jahren uns in vielen, vielen Bereichen der Medizin überschwemmt haben und die für uns doch ein Umdenken bringen hat müssen im Umgang mit blutenden Patienten. Es gibt in unserem Bereich 4, die für Europa je nach Land unterschiedliche Zulassungen haben. Typisch sind Dabigatran, Rivaroxaban und Apixaban, die entweder für Thromboseprophylaxe, Behandlung oder für das Vorhofflimmern verwendet werden können. Die haben jeweils hohe Spezifität für die Faktoren 10a oder 2. Sie haben eine ganz vorhersagbare Pharmakodynamik und Kinetik, sagen die Hersteller dieser Medikamente. Man kann genau sagen, wie sie resorbiert werden. Es gibt kaum Unterschiede in der Wirkstärke. Es gibt eine große therapeutische Breite, so dass man sie nicht monitoren muss, dass man keine Laborparameter anpassen muss und dass auch keine therapeutischen Bereiche angegeben werden, auf die man sich einstellen soll. Diese ganzen DOAX haben unterschiedliche Charakterisierungen, wie gut sie bioverfügbar sind, wie lang die Halbwertszeiten sind, wie die Proteinbindungen sind, spielt aber für uns jetzt keine große Rolle. Was eine viel größere Rolle spielt, und das kann einen im Notarztdienst und im Schockraum brutal überrollen, ist die Gefährdung der Patienten, dass sie bluten, wenn sie tatsächlich diese Medikamente bekommen. Das ist auch schon vielfach in der Presse abgehandelt worden, einerseits in so wissenschaftlichen Organen wie dem New England Journal of Medicine. Es gibt aber auch hier Spiegelartikel, die beschreiben, dass Xarelto oder Pradaxa gefährliche Medikamente sein können. Auch der Stern hat schon vor 100 Todesfällen berichtet. Und wo ich selber fast aus dem Bett gefallen wäre, weil in Amerika gibt es Werbung im amerikanischen Fernsehen im Hotel, deshalb lag ich im Bett, wo beworben wird, das hier ist eine Firma mit Rechtsanwälten, wo beworben wird, wenn Sie Xarelto genommen haben oder einer Ihrer Verwandten, dann kommen Sie zu uns, wenn da eine Blutung war. Wir verklagen die Firma und wenn wir Geld bekommen, dann teilen wir uns den Gewinn, der rauskommt. If we do not win, there is no fee. Also wenn wir den Prozess verlieren gegen die Firma, dann zahlen sie nichts und wenn wir gewinnen, dann teilen wir halbe auf. Was ich schon eine ziemlich interessante Entwicklung bei diesen Medikamenten finde und was offensichtlich hier im europäischen Markt so nicht kommt. Ja, was ist die eigentliche Büchse? Die eigentliche Büchse der Pandora ist, dass die Blutungen natürlich gar nicht so wenige sind. Sie verteilen sich im Wesentlichen auf gastrointestinale Blutungen und im Wesentlichen auf intrakranielle Blutungen. In der relativen Verteilung spielt alles andere keine große besondere Rolle. Man muss aber ehrlich sagen, und auch das ist rausgekommen bei den Studien, dass als Komplikation für starke Blutungen oder intrakranielle Blutungen, wenn man diese direkten oralen Antikoagulantien nimmt, die Prozentzahl quasi immer geringer ist als zu dem eigentlichen Vergleichsmedikament, was der Vitamin-K-Antagonist oder das Aspirin war. Also die anderen bluten auch und diese oralen Antikoagulantien bluten gar nicht so schlimm. Die Sicherheit ist dann vielfach untersucht worden. Ich zeige Ihnen nur aus dem vorletzten Jahr Daten aus dem Lancet. Wenn Sie anschauen, Schlaganfall und systemische embolische Geschehen, sind die neuen oralen Antikoagulantien besser. Und auch wenn man die Blutungen anschaut, sind sie zum Beispiel besser als Warfarin, sodass diese Welle immer mehr werden wird und wir immer besser lernen müssen, mit diesen oralen Antikoagulantien umzugehen. Die Mortalität ist genauso besser, sodass internistische und neurologische Kollegen gar nicht umhin können, diese oralen Antikoagulantien mehr und mehr in Zukunft anzubieten. Und sie werden mehr und mehr auch im Notarztdienst mit solchen Patienten zusammentreffen. Was man sagen muss, unsere normalen Tests wie Quick oder PTT oder ACT, die versagen bei diesen Medikamenten, weil sie eben auf Faktor 10a oder auf Faktor 2 direkt angreifen. Die meisten sind nicht empfohlen. Das Einzige, was es gibt, ist für Dabigatran die Icarin-Clotting-Tein und die Thrombinzeit, weil es eben direkt auf Thrombin wirkt. Und die Anti-10a-Bestimmung für Rivaroxaban und Apixaban hier unten, die sind sensitiv. Alles andere, was wir normal im Schockraum machen und was Sie in den bisherigen Vorträgen so gehört haben, wird nicht empfohlen und hat wenig Sensitivität und wenig Spezifität. Einfach ist es noch und für das Notfallwesen unwichtig, wenn Sie die Plasmaspiegel kennen,
Sie werden als aufnehmende Ärzte im Krankenhaus oder als Notärzte diese Plasmaspiegel in den allermeisten Situationen erkennen und Sie werden auch selten Zeit haben, irgendwelche Wartezeiten abzuwarten, um Patienten tatsächlich operieren zu können. Was macht man, wenn Patienten unter diesen Medikamenten bluten? Und es ist schon bemerkenswert von den Pharmafirmen, wie damit dann eigentlich umgegangen wird in letzter Konsequenz. Das hier sind die Beipackzettel für Dabigatran, Rivaroxaban und Apixaban. Und das, was da drin steht, ist eigentlich lustig. Unterbrechen Sie die Gabe. Naja, bei einer Blutung, gute Idee. Machen Sie chirurgische Hämostase. Vielleicht kann man Plasmaersatz machen. Dabigatran ist als einziges dialysefähig. Geben Sie vielleicht Faktor 7a, kann man in Betracht ziehen. Vielleicht ein bisschen Aprotinin, vielleicht ein bisschen Desmopressin. Rivaroxaban kann man nicht dialysieren. Aktivkohle könnte eine gute Idee sein. Also man sieht schon im Beipackzettel, wie hilflos man eigentlich mit dieser Sache umgeht. Was wird empfohlen? Das sind die europäischen Bleeding Guidelines. Wenn diese neuen Antikoagulantien gegeben werden, soll man Anti-10A bestimmen. Und was man geben kann, ist PPSB in einer Dosierung von 25 bis 50 Units pro Kilogramm. Viel weniger Evidenz kann man für eine Empfehlung schon gerne mal haben. Was jetzt neu gekommen ist, ist, dass wenigstens für das Dabigatran ein eigener Antikörper entwickelt worden ist. Und was Sie hier sehen, ist der Dabigatran-Spiegel nach Gabe und nach Verabreichung des Antikörpers. Und wie Sie erkennen können, geht die Thrombinzeit hier wieder auf Normalwerte zurück. Und der Spiegel geht fast auf Null für fast 24 Stunden zurück, ohne das zu wiederholen. Das sind also hochpotente Medikamente, um das Dabigatran hier zurückzunehmen. Für die anderen sind die Verfahren für die Zulassung gerade am Laufen. Das heißt also, die Blutung ist wahrscheinlich, wenn man sich die Daten anschaut, gar nicht so hoch, wie man das auf den ersten Blick glaubt. Und auf den zweiten Blick, wenigstens fürs Dabigatran, hat man Mittel in der Hand, um diese Blutung zum Stoppen zu kriegen. Die Büchse der Pandora ist was ganz was anderes, denn diese oralen Antikoagulantien sind teuer und die Antidote kosten sehr viel Geld. Eine therapeutische Dosis des Antidots für Dabigatran kostet 2.500 Euro. Das ist schon mal eine Stange Geld, wenn Sie einen Patienten behandeln müssen. Es muss auch nicht unbedingt jede Blutung unter Dabigatran behandelt werden. Das sind neue Empfehlungen aus dem Current Opinion of Anesthesiology diesen Jahres. Wenn es wenig blutet, einfach aufhören damit und abwarten. Wenn es ein bisschen mehr blutet, die Zirkulation stabilisieren, Blutprodukte transfundieren, Tranexamsäure verabreichen und bei Dabigatran hemodialysieren und nur wenn die Blutung lebensbedrohlich ist, dann tatsächlich PPSB und eventuell Faktor 7 verabreichen, obwohl dafür die Evidenz im Moment noch wirklich schwach ist. Und dann, wenn man sich tatsächlich immer noch nicht zu helfen weiß, kann man auf alle Fälle auch diesen Antikörper für Dabigatran, diese 5 Gramm geben, die empfohlen wird. Für die Antidote wird es weitergehen. Es ist also so, dass es jetzt einen Antikörper gibt. Es sind mehrere Medikamente noch, die in Zulassungsverfahren sind und die als Antidot für Antikoagulantien wirken würden. Da kommt dann Neueres in den nächsten Jahren. Da gibt es natürlich noch überhaupt keine große, breite Evidenz, die man so locker vorstellen könnte. Zum Schluss will ich zusammenfassen. Patienten mit systemischer Antikoagulation sind auch im Notarztwesen häufig. 1% aller Menschen ist antikoaguliert. 50% aller, die ihr Vorhofflimmern haben, sind antikoaguliert. Aspirin hat wahrscheinlich ein geringes Gefährdungspotenzial, wenn es prophylaktisch gegeben wird. Sie können Thrombozytenkonzentrate geben, um das aufzuheben. Warfarin hat, obwohl es breit verwendet wird, ein sehr hohes Gefährdungspotenzial. Die therapeutische Breite ist gar nicht so weit. Und aufgrund der schwierigen Verstoffwechslung ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Patienten bluten unter Warfarin. Duale Plättchenhemmung ist super gut, um Koronarien offen zu halten. Für die Blutung aber in meinen Augen ziemlich gefährlich. Sie können Thrombozyten geben. Und die neuen Antikoagulantien erscheinen halbwegs als sicher und sicherer, als man am Anfang geglaubt hat. Die Büchse der Pandora ist also gar nicht so gravierend im Vergleich zum Warfarin, wenn man die Blutungsgefahr ansieht, wie man das vorher so antizipiert hat. Die Sache ist aber, Diagnose und Tests, das ist im Moment noch schwer und Sie müssen zum Beispiel im Schockraum dran denken, dass das sein könnte. Und das andere, was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass die Therapie, wenn Sie Antikörper dafür verwenden, den einen oder anderen Euro kosten könnte, was Ihren Controller die Schweißperlen auf die Stirn treiben wird. Nicht ganz so schön wie Graz vielleicht, aber bei Nacht auch eine Reise wert. Linz, herzlichen Dank fürs Zuhören. Applaus
Ja, lieber Jens, herzlichen Dank für diesen schönen Vortrag. Auch insbesondere natürlich auch, dass die ganzen klinischen Aspekte auch hervorragend aufgearbeitet, insbesondere auch die Problematik auf die neuen NOACs hingewiesen. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Dann fange ich mal an. Es wird immer wieder kolportiert, dass aktiviertes PPSB sinnvoller sei oder effektiver sei als konventionelles. Gibt es da irgendwelche Daten zu oder ist das auch? Es gibt einen theoretischen Vorteil für diese gebypasste Faktor 8-Inhibition. Es gibt Daten darüber, dass es möglich ist, die neueren Antikoagulantien damit tatsächlich zu therapieren. Mhm. Eine Vergleichsstudie, ob das besser ist als PPSB im Vergleich, ist mir nicht bekannt. Außer dem theoretischen Vorteil wüsste ich nicht, ob man das so voran kann. Du hast die Gabe von Praxbind erwähnt, allerdings erst nach PPSB-Gabe. Ja, das ist ja ganz... Ich weiß nicht genau, wie man auch verfahren sollte. Also wir haben aus eigener Erfahrung einen Patienten verloren, unter was der stand, einer ganz banalen Klavikularfraktur. Mhm. Und der ist einfach schlicht, ich meine, wir sind ja auch keine Anfänger bei uns, was Gerinnungstherapie anbelangt. Wir haben alles gemacht, was zur Verfügung stand, der ist uns verblutet. Bin ich mir in dem Zusammenhang nicht so ganz sicher, ob man es wirklich ans letzte Ende stellen sollte oder gegebenenfalls sogar vorziehen sollte in gewissen Situationen. Also vollkommen auf einer Linie, wenn man auf Nummer sicher fährt und keinerlei Risiko eingehen möchte, sobald man erfährt, dass ein Patient Dabigatran hat, dann ist es natürlich später auch vor allem vor dem Gutachter eine gute Sache, wenn man sagen kann, ja, ich habe den Antikörper gegeben, mit dem Antikörper alles getan, was möglich ist. Ich habe mich von jeder Schuld freigesprochen. Wenn man aber bedenkt, wie viele Patienten eigentlich das jetzt bekommen und noch bekommen werden in der nächsten Zeit und in jeder Situation dieser Antikörper verabreicht wird, dann ist es, was die finanzielle Seite angeht, tatsächlich die Büchse der Pandora. Aus dem Sicherheitsdenken heraus kann ich das zu 100% nachvollziehen. Aus praktischen Gegebenheiten und der Gefahr der überschießenden Verwendung des Antidots ist das eine heiße Kiste und da wird es so ein bisschen einen goldenen Mittelweg geben müssen. Eine Frage aus dem Publikum? Ich glaube, die Angst vor dem Controller kann man dann weglegen, wenn man ihm erklärt, wie viel PPSB kostet in dieser Dosierung. Also da kommen wir auf den total gleichen Preis. Ich würde auch wesentlich früher bei einer mittelgradigen Blutung auf jeden Fall zu Praxbind greifen. Ja, ich gebe Ihnen recht, das PPSB ist nicht billig. Ich bitte aber nicht zu vergessen, wie viele Patienten überwachen Sie in Ihrer Klinik, die zum Beispiel Schädel-Hirntrauma haben und unter oralem Antikoagulanz stehen. Da ist ja dieselbe Diskussion. Geht man kein Risiko ein und sagt, okay, wir geben jetzt keinen Antikörper, weil wir wollen sparen, oder sagen wir, ja, ist doch ganz klar, oral antikoaguliert, erhöhtes Risiko für intrazerebrale Blutung, werden wir jeden Patient verabreichen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wir in meiner eigenen Klinik in der Woche ungefähr 4 Patienten mit überwachungsbedürftigen Schädel-Hirntrauma sehen, bei denen wir nachher noch ein Kontroll-CT machen und die dann verlegen. Wenn wir vor dem Kontroll-CT das dann in dem Fall machen würden, was man sicher auch machen könnte, hätte ich bei zunehmender Verwendung von Pradaxa die Gefahr, dass ich Unmengen davon mit dem Antidot behandeln müsste. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und ich will auch gar nicht damit sagen, dass man darauf verzichten soll. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, diese Waage ist gefährlich. Das ist nicht so einfach zu entscheiden. Vielleicht noch, wo wir gerade von Kosten sprechen. Es kursiert immer wieder, wofür es wirklich keine Evidenz gibt, Faktor 7a. Mhm. Und Faktor 7a, ich weiß nicht, ist gegebenenfalls mindestens, wenn nicht gar teurer. Ist sicher teurer, 4.500 Euro. Mhm. Steht witzigerweise im Beipackzettel drin. Mhm. Es gibt den sehr, sehr guten Übersichtsartikel im Anästhesisten von Giebel, den ich auch zitiert habe in ein paar Grafiken. Da wird explizit darauf hingewiesen, dass für keines der direkten oralen Antikoagulantien es irgendeine Evidenz gibt, dass Faktor 7a funktioniert in dieser Indikation. Trotzdem steht sogar im Beipackzettel. Es steht immer drin. Es steht auch in dem von Heimann-Artikel, in dem Algorithmus. Man findet es immer wieder, obwohl es keine Evidenz gibt. Ne? Ja. Aber vielleicht reflektiert es auch so ein bisschen die Unsicherheit wahrscheinlich im Umgang.
Ne? In 10 Jahren sieht die Welt diesbezüglich vielleicht ganz anders aus. Und in 10 Jahren können wir auch diese Diskussion, wann müssen wir den Antikörper geben, ganz anders führen, wie wir das jetzt können. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, das Pendel schlägt es in die eine oder in die andere Richtung aus. Ich möchte dafür vorwarnen nur, dass in der jetzigen Situation, wenn man den Antikörper in der Hand hat, jeder, der orales Antikoagulans bekommen hat, das dann tatsächlich benötigt und das dann tatsächlich immer verabreicht werden muss. I'm sorry, I'm on a different time zone. Okay, and we've finished. There we are. Thank you. Sorry. we're coming to the end of the session now. I'd just like to thank all of our speakers. If we could just give them all a round of applause for a really good afternoon. I've definitely learned a lot. Thank you personally from me to our interpreters at the back, without whom I would have learned nothing. And we'd like to see you back here at 4:30. There's 2 more talks, including one by me. And why wouldn't you want to be here for that? So enjoy a quick break, and the next session starts at 4:30. Thank you again.